Moin Moin Leute, herzlich willkommen zurück in die Sequenz kennen wir schon. Mann, war das ein blöder Tod letzte Folge. Also Notiz an mich selbst, nicht in das Generatorenloch steigen. Aber mal ernsthaft, woher soll man das auch wissen? Letztens konnte man da auch nicht hinabsteigen und ich dachte, da gibt's vielleicht noch extra Glowsticks oder irgendwas. Aber nein, da unten warten nur Todesstacheln. Mann, das Spiel hasst mich wirklich. Aber naja, neuer Versuch, neues Glück. Haha, ich weiß. Okay, und ab jetzt nicht mehr rennen. Okay, mal einfach mal hier lang. Wie war das in einer Folge? Links ist immer gut, links ist immer eine scheiß Idee. Und dann kam eine Sackgasse, ich erinnere mich. Und noch eine Abzweigung, dann nehmen wir halt nochmal links lang. Und ich habe auch auf die Zeit geachtet, also ungefähr 10 bis 11 Minuten dauert's, bis unser Typi wahnsinnig wird. Ich glaube aber, es spielt auch eine Rolle, ob man vom Monster davonläuft oder nicht. Wieder mal beim Anfang. Könnt ihr euch das vorstellen in so einem Gang mit verdammten Rohren, die euch jedes Mal erschrecken, obwohl ihr es eigentlich kennen müsstet. Ich würde da schon nach ein paar Minuten paranoid werden, ganz ehrlich. Ich drehe mich gar nicht zur Seite. Ich will nicht wissen, ob Typi da stand. Einfach geradeaus weitergehen. Sofern er nicht wieder vor mir steht. Die Skizze, die einem kein weiterhilft. Ich glaube, selbst ein GPS-Sender würde hier unten nicht funktionieren. Ich habe ja keine Ahnung, wie tief man hier unter der Erdoberfläche ist. Von daher vermute ich mal, dass irgendwelche digitalen Ortungsgeräte, die würden dir hier nicht viel bringen, weil so dick wie die Wände sind, ich vermute es ja einfach nur. Aber der muss schon sagen, der bewegt seine Hüften echt im Takt. Der wird bestimmt mal Samba-Tänzer. Und wirklich nur im Notfall die Shift-Taste drücken, ansonsten war es das. Und ich war schon kurz davor, die zu drücken, aber Selbstbeherrschung braucht man für dieses Spiel. Übrigens, für das Update stelle ich natürlich auch wieder den Link in die Videobeschreibung, dass ihr es selber mal ausprobieren könnt. Ich habe ja schon erfahren, dass ein paar von euch mutigen Leuten das mal die alte Version ausprobiert hatte. Von daher möchte ich euch doch nicht verweigern, auch mal diese Version hier auszuprobieren. Zumindest aus meiner Sicht hat die es definitiv mehr in sich als die alte. Na, ich hab schon den. Hat der das nicht gehört? Der war hinter mir. Aber solange kein verengter Schatten kommt, also verengtes Sichtfeld wegen Wegrennen und so, werde auch ich auch nicht rennen. Weil sicher ist sicher. Und das Spiel definitiv versteht sich darin, jemandem Angst einzujagen. Und da hört er mal wieder, der lauscht an der Wand, ne? Wobei das immer noch so ein bisschen fail ist, dass wenn irgendwas direkt hinter mir explodiert und der steht keine 2 Meter weit, das müsste der doch eigentlich hören, wenn er so aufs Gehör ausgelegt ist. Aber ich will es nicht beschreien. Ich bin lieber froh, dass es wirklich so ist. Ja, Generatorenraum. Okay, und diesmal nicht reinjumpen. Da
genau sowas, dass der das nicht mitbekommt irgendwie. Egal. Gehen wir mal hier weiter. Vor allem ist die Sicht mal wieder noch schlechter als vorher. Ich hoffe, ich sehe den noch rechtzeitig, dass ich abhauen kann. Wenn er vor mir auftaucht. Dezernat 2 habe ich gelesen, glaube ich. Oh Mann. Das Sichtfeld ist echt mehr begrenzt. Sonst habe ich den schon immer viel eher gesehen. Ah Gott, gebt mir den Wasserpumpenraum. Schritt 1 von 3 erledigt. Finde den Generatorenraum. Naja, ich pinkel dich auch gleich mal an, du doofes Rohr. Bleib denn nur noch hier. Warte, du? Schlüssel! Das ist der Wasserpumpenraum! Ja! Wo ist der Ausgang? Leute, wo ist der Ausgang? Sagt es mir, zeigt es mir. Ich will hier raus. Oh, Scheiße. Ich höre kein Getrappel. Trotzdem immer misstrauisch scheinen. Geil, das ging schnell. Oh shit. Shit, shit, shit. Wenigstens hört man das mit dem Gebrüll. Lauf, lauf, lauf und bitte keine Sackgasse, bitte keine Sackgasse, bitte keine Sackgasse. Bitte jetzt nicht das Versauen, ich möchte es schaffen. Sorry, wenn ich jetzt gerade ein bisschen moderiere, aber ich bin gerade so dermaßen angespannt. Hört sich an, als ob ich hier irgendwelche Snacktüten latsche. Das ist nicht der Ausgang. Leider. Die Tür war offen, also das war er, glaube ich, auch nicht. Nee. Dazu, sonst hätte ich ja nicht die Schlüssel. Komm schon, Spiel, bitte. Verkack's jetzt nicht. Ich bin so nah dran. Und ich. Hab das Spiel zwar an sich gerne, dafür, dass es gut gemacht ist, aber ich habe wirklich nichts dagegen, die Serie zu beenden, damit ich mich neuen Spielen widmen kann. Weil ich habe noch so einiges auf meiner Liste. Auch dank euch natürlich. Lasst den Scheiß! Oh, Leute! Ernsthaft! Was ist das für eine Tür? Oh nein, die Stimmen gehen wieder los. Aber die Augen scheinen sich an das Licht hier zu gewöhnen, habe ich das Gefühl. Na gut, wir haben auch 9,5 Minuten. Dauert nicht mehr lange, bis wir wieder insane werden. Ah, Scheiße. Nein! Ich konnte nichts machen, der ist schon auf mich zugesprintet. Ich hatte schon die verdammten Schlüssel. Diese fucking Sackgasse. Ich will das schaffen.
Ey, das gibt es doch nicht. Doch, bei Roller. Würde jetzt ein gewisser Herr Spam sagen. Oh, jetzt hier anfangen durchsprinten. Waschen. Kurz durchatmen und rennen. Das ist richtig scheiße. Ich konnte nichts machen und der war schon einfach da. Ist auf mich zugehumpelt gekommen. Im ersten Teil ist er ja gerannt. Jetzt kann man das eigentlich nur humpeln bezeichnen. Und das kotzt mich gerade so an. Nächster Zettel. Toll, der hat es zur Leiter geschafft. Leiter? Man muss aber irgendwie vor der Leiter eine Tür sein, habe ich das Gefühl, sonst bräuchte man ja nicht die Schlüssel. Zumal mich das Spiel schon wieder permanent trollt. Hätte ich genauso gut Version Nummer 1 weiter spielen können, die war genauso hoffnungslos. Das gibt's doch nicht. Ich kann doch jetzt hier nicht nur auf Sackgassen stoßen. Lasst mich doch mal ein bisschen weiter hier. Der nächste Zettel. Kann ich nicht mal eine Notiz hinterlassen? Hashtag Monster, du kannst mich mal. Von wir haben doch noch keine Leuchtstäbe dabei. Woher kommt unsere Leuchtkraft? Haben wir ein inneres Licht? Ein reines Herz, das uns den Weg weist, oder? Okay, das war wohl ein deutliches Zeichen, dass Typ wieder sitzt. Ich lasse aber den Tunnel wirklich nur für den Notfall. Hey ja, Raum Nummer 1. Okay, Leuchtstäbe sind wo? Sehr schön. Und boom. Was? Kein Boom? Der haut ab. Aber das war doch. Das ist der Generatorenraum. Wieso geht der nicht in die Luft? Ich meine, mir soll es recht sein. Das war nicht gut. Ich würde noch mehr Krach machen. Ich war mir sicher, ich habe irgendwo das Patschen gehört. Deswegen bin ich jetzt gerade gerannt. Oder war ich das? Was war das jetzt für eine Musik? Begleitet mich ein Orchester hier unten für die Dramatik. Eigentlich, die Zettel haben doch auch nur die Funktion, dich noch mehr wirre zu machen, oder? Ansonsten haben die doch gar keinen Zweck. Die sagen dir nicht wirklich was. Also, na gut, die geben dir schon ein bisschen Information. Aber. Hier ist die Tür! Und ich hab die verdammten Schlüssel nicht. Oh.
Lass jetzt hier den Wasserpumpenraum sein, so dass es sich da hinten nicht wieder wegloopt. Bitte. Komm schon, Spiel, sei freundlich. Bitte nur dieses eine Mal. Ich flehe dich an. Was kriegst du davon, wenn ein Spiel anfließt? Ein Monster. Gut, Spiel, ich hasse dich. Wie ist es damit? Bekomme ich dann das, was ich will? Vielleicht ist ja hier umgekehrte Psychologie angesagt, wer weiß. Tja. Mich verwirrt es nach wie vor, dass der Raum nicht in die Luft gegangen ist, aber wie gesagt, mir soll's egal sein. Das ist neu. Eieieiei. Na, wenn jetzt Mr. Typ-Typ auftaucht, dann bin ich am Arsch. Einfach weitergehen. Jetzt stürzen schon die Decken ein. Na, wo sind wir denn hier? Och, komm schon. Du nicht, du kannst da hinten weiter parken. Ich war schon an der Ausgangstür. Shit, verdammter. Ich höre schon Musik, ich bin auch so panisch genug. Dankeschön. Geht euch ein Schnitzel kaufen und freut euch. Ich weiß auch nicht. Du bist ja wirklich, glaube ich, ein bisschen verrückter, wenn er das spielt, habe ich das Gefühl. Nur wegen einer kaputten Lampe renne ich nicht. Danke. Denkt man, man ist mal weiter und da kommt das Spiel und sagt, nö, ist nicht. Und ich sehe echt einen Furz. Bean haut ab. Kommt mal ein bisschen Licht hier. Da sind wir schon ein bisschen besser. Habt ihr das auch gerade gesehen unten links? Die Textur von der Lampe durch den Rauch war gerade ein bisschen verbuggt. Backe, backe, Fehler, der tritt dich immer näher. Ach du Scheiße! Ich darf ja nicht so laut schreien, ich bin nicht allein zu Hause. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Jetzt kann unser Typ hier auf einmal schnell laufen, ey. Am Arsch. Ich glaube, das wird jede Minute passieren, dass wieder. Es wackelt schon so komisch. Wird gleich passieren. Wäre jetzt natürlich scheiße, genau in dem Moment umzufallen, wo das Monster vor uns ist, ne? Na komm, du fall schon um. Weil so kann ich nicht weitermachen. Ich sehe ja gar nichts mehr hier. Ich würde einfach schreien, Ruhe! Mach einmal blub. Hallo, ich sehe nichts mehr. Seht ihr noch was? Ich kann wirklich nur so ganz schwach den Boden sehen. Und die Wände. Ja, links, rechts, links, rechts, du mich auch. Das ist doch lächerlich. Wie soll man denn so spielen? Einen Bauarbeiterhelm brauche ich nicht.
Ich brauche, ja, in Englisch heißt das Sanity, aber wie nennt man das denn in Deutsch? Ich kenne die Fremdsprache schon mehr als unsere eigene, ey, was zur Hölle? Das Gegenteil von Verrücktheit. Ich brauche mehr. Ich brauche neue Psyche, wenn es danach geht. Ich gehe einfach mal weiter geradeaus. Ja. Ich kann auch so gucken. Eine Tür. Die hilft mir aber nicht. Kein Ende, aber tot. Hey, ich sehe wieder was. Achso, wegen der Lampe. Ich gehe mal kurz hier rein, bis unser Typ umfällt, weil so geht das ja nicht weiter. Ich cut das mal eben raus. Bis gleich. Freunde, was soll's? Ich muss weiter, weil irgendwie passiert hier nichts. Außer, dass man immer verrückter irgendwie wird. Toll. Fängt ja gut an. Oder geht gut weiter, würde ich sagen. Könnten wir dann bitte ohnmächtig werden? Das ist eine seltsame Bitte, ich weiß, aber. So kommen wir hier nicht weiter. Obwohl, ich kann jetzt wieder ein bisschen was erkennen. Auf jeden Fall mehr als erst. Willkommen in der Welt eines Wahnsinnigen. Und da sind die Schlüssel. Und ein Ende. Kommt jetzt unser Freund? Natürlich. Das ist doch ernsthaft sowas von unfair. Man sitzt in der Ecke und wenn man sich schon ganz lang, man geht wirklich ganz langsam und man hat gar keine Chance. Bei der alten Version, da hast du wenigstens gesehen, dass er langsam angekommen ist. Der kommt einfach auf dich zugewaschen, du kannst wegen der Sackgasse nichts machen. Also, das frustriert mich an der neuen Version um einiges mehr. Ich habe schon zweimal die Schlüssel gewonnen, Hut ab und sogar die Tür, aber leider ohne Schlüssel. Falsche Reihenfolge und so. Joa, aber sag mir mal, soll ich das noch weiter versuchen? Es stinkt mich langsam echt an das Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe zwar natürlich Lust, das zu schaffen, klar. Aber es ist irgendwo unfair, wenn du in der Ecke hockst und du kannst nichts machen. Weil du dann tot bist automatisch. Oder man muss länger warten. Ich weiß es nicht. Sagt mir eure Meinung in den Kommentaren. Von daher, bis zum nächsten gruseligen Spiel. Sagt euch eure Ultra-Keks-Kanone und schlaft schön. Ciao.